Es wurde 1991 restauriert und dafür ausgezeichnet und weist die typischen Merkmale der eigenen Architektur von Covarrubias auf. Es wurde bis 1975 als Apotheke genutzt. Heute kann man die Atmosphäre vergangener Jahrhunderte besuchen und im Inneren nacherleben, da es die gesamte Struktur des 19. Jahrhunderts und sogar das erste Werkzeug, Xviiten Jahrhundert, des ersten Apothekers aus dem Südosten bewahrt. Dank der Tatsache, dass seine Besitzer diese Apotheke in einem hervorragenden Erhaltungszustand halten und Führungen organisieren, kann der Besucher in die Blütezeit dieser alten Einrichtungen ziehen.